er hofft jetzt von dem Tag, dass er sich euch seine Meinung sagen zu dem Thema und dass wir erfahren, was er zu diesen Sachen denkt. Und wir hoffen auch, dass er unsere Frage in 60 Sekunden beantworten kann. Also, was ist Ihre persönliche Meinung zum zweiten Gotthardtunnel, den es gegeben hat? Ui, da kann man sich auch nur die Hände verbrennen bei diesem Thema. Ich habe einfach gerade diese Woche gelesen, ich habe mich wirklich recht wenig damit beschäftigt. Die einen wollen ja unbedingt die Gotthardröhre, die anderen wollen es nicht. Soll sie zweispurig sein oder nicht? Alpeninitiative sagt natürlich, das ist eine Katastrophe. Wenn es zweispurig ist, dann wird es auch zweispurig am Schluss befahren werden. Die Turnerregierung hat gesagt, ja, wenn es dann zweispurig ist, dann wird es auch zweispurig sein. Das kann man gar nicht verhindern. Der Bundesrat wird das dann einfach in einer Verordnung sagen. Fahren da durch. Ich bin ein bisschen gespalten. Das Design möchte das unbedingt, glaube ich. Die Uri ist eher nicht. Alpenschutz, vom Alpenschutz her würde man eher sagen, nein. Man müsste mehr verlagern auf die Bahn. Das funktioniert aber nicht unbedingt bis jetzt so wahnsinnig gut. Ich glaube, man sollte jetzt einmal noch warten, 2016, wenn die NEAD offen ist und wenn es die neuen Möglichkeiten gibt, dass man mal schaut, kann man wirklich noch mehr auf die Bahn konzentrieren, auf die Bahn verlagern. Ich habe letztens so einen Kongress, es ist eigentlich schon vorbei, aber nur noch schnell sagen, so einen Kongress gehabt, wo es genau um das Thema gegangen ist, versuchen, mehr auf die Bahn zu nehmen. Und das Problem ist einfach, dass dass der Anschluss nicht klappt in Basel und noch weiter in Deutschland, hat es gar keine Kapazitäten für die Bahnwege, in Italien auch nicht. Die Schweiz hat eigentlich jetzt Kapazitäten. Und das ist wirklich das grosse Problem. Wie können wir die Lastwagen auf die Bahn bringen? Das ist wirklich ein Riesenproblem. Wie seht ihr das übrigens im Uri? Ich meine, das ist der hauptbetroffene Kanton. Also ich denke jetzt persönlich, man redet ja viel davon, dass es weniger Stau dann gibt. Ich habe jetzt persönlich das Gefühl, dass ja, der Stau hier bei uns ist jetzt nicht ein extremes Problem. Also wir haben natürlich so um Ostern und Pfingsten relativ viel, die in den Süden gehen. Aber so, wenn ich es jetzt einschätze, ist es eigentlich verglichen mit den zentralen Gebieten, also Zürich und so, ist eigentlich der Stau wirklich nur phasenweise. Von dem her bin ich in dieser Situation, also bezüglich dem Stau, eher ein bisschen kritisch. Immer noch das Argument ist, wenn es dann zwei Röhren hat, dann gibt es natürlich noch mehr, die sagen, jetzt machen wir mal ein Weekend schnell im Tessin. Also das heisst, es zieht eher noch mehr Verkehr an. Was meint ihr? Ja, also ich denke, es ist schon eine schwierige Frage, aber es ist ja auch nur mit den Unfällen ein Thema. Man sagt ja, dass es recht viele Unfälle gegeben hat und das wird es auch verbessern, wenn man zwei Spuren hat. Und das ist sicher ein Thema, das man noch anschauen muss. Also unsere Erwartungen sind voll erfüllt worden. Und er war auch voll spontan und voll auf uns eingegangen. Das war mega cool.